Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Entschuldigt, ich habe gerade mein Hintergrundlicht, das ist gerade mein Bildschirm und ja, der blinkt dazwischen gelegentlich irgendwelches Zeug auf, weil ich gerade parallel Datensicherungen mache, weil ich gerade Computerprobleme mal wieder habe. Aber das erzähle ich euch dann alles am Freitag. Heute am Mittwoch soll es mal um was anderes gehen, nämlich darum, ich habe jetzt wieder angefangen, etwas intensiver, warte, Sekunde, Einkaufszettel, Massive, Harvest Moon zu spielen. Das ist so ein Spiel, da geht es darum, dass man in einer kleinen Stadt ist und dass man sich da Leben aufbaut und so irgendwie. Also es ist ganz niedlich und so und macht auch riesig Spaß. Und jetzt war ich gestern an so einem Punkt, wo ich Gestein sammeln sollte und dann sollte ich dazu in eine Höhle. Und als ich dann diese Höhle betreten habe, habe ich aus ehemaligen Zeiten noch von früher, als ich kleiner war, voll die Pokémon-Schiss bekommen. Weil immer wenn man Pokémon in der Höhle reingegangen ist, ist man alle 5 Sekunden von irgendeinem wilden Pokémon angefallen worden. Und man konnte keine 3 Schritte gefühlt laufen, ohne dass einem irgendeins aufgeblinkt ist. Und es hat mich immer so von der Grafik und von diesem ständigen Blinken genervt und hat auch mich richtig gestört teilweise. Ja, und dann war es dann so, dass ich, als ich das so überlegt habe, bin ich dann am Abend am Computer gesessen und habe eigentlich nur eine E-Mail lesen wollen. Und dann sind da gefühlte 1000 Banner mit Werbung aufgeploppt, weil ich das so ohne Vorwarnung. Und vor allem sind dann immer solche Werbungen, wo man sich denkt, nee, will ich nicht. Nee, brauche ich nicht. Und dann auch noch diese Werbung und diese Pop-Up-Fenster, die dann auch noch gleich einen Sound abspielen, wo so oder sowas kommt. Und man sich dann denkt, Hilfe, was ist jetzt kaputt? Und ja, dann habe ich mir so überlegt, bin ich mal für mich so ins Grübeln gekommen. Weil ich habe dann meinen Adblocker wieder aktiviert und ich möchte mich bei allen Internetseiten entschuldigen ein bisschen, aber eben leider auch nicht ganz. Weil mein Problem ist, ich verstehe, dass Internetseiten sich mit dieser Werbung refinanzieren und dass die dann damit ihr Geld verdienen und dass die dadurch nur ihre Arbeitsplätze und alles und Artikel und so weiter überhaupt produziert werden können. Jedoch finde ich es irgendwie unpassend, wenn ich jetzt da sitze und meine E-Mail lesen will, in der es um meine Weihnachtspostkarte geht, die ich noch allen zuschicken möchte, und dazwischen mir 50 Werbungen von Viagra aufploppen und ich mich frage, was soll ich damit jetzt? ich bin immer noch ein Mädchen. Oder auch diese Werbungen, wo man, also teilweise bekommt man ja Werbungen, wo man sich wirklich dann fragt, also ich war nur einmal auf einer Seite, die für Kinder eigentlich ist, und da habe ich eine total unpassende, sehr, sehr pornografisch angehauchte Werbung bekommen und habe mich dann gefragt, okay. Und als es dann Überhand genommen hat mit diesen furchtbaren Werbungen, von wo wirklich Inhalte hatten, wo ich dann immer mit knallrotem Kopf nur da sitzen konnte und ich mir gedacht habe, bitte Herr im Himmel, lass meine Mutter jetzt nicht ins Zimmer kommen, weil wenn die das jetzt sieht, nicht, dass sie denkt, ich hätte das jetzt bewusst aufgemacht und ich hätte da irgendwas bewusst gesucht. Dabei wollte ich doch einfach bloß mal ganz kurz meine E-Mails durchsuchen oder ich wollte nur ganz, ganz kurz mal, wollte ich auf YouTube ein Video gucken oder irgend sowas oder ich wollte nur ganz kurz eine Info zu einem Spiel, damit ich weiterkomme. Und dann kriege ich solche Sachen. Ja, und dann andererseits weiß ich natürlich, wie gesagt, dass sich die Seiten dadurch nur refinanzieren können. Muss aber für mich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Facebook gehe, ein ganz, ganz klassisches Beispiel, man geht auf Facebook, man will einfach nur jemandem was schreiben, man möchte nur kurz eine Nachricht und dann an der Seite von der Seite von Facebook erstmal so ein Banner voll mit Werbung oder mit Tipps, was es noch alles auf Facebook gibt oder so. Und
Viele sagen jetzt, ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass viele sagen, das sieht man doch gar nicht, das nimmt man nicht wahr, das ist doch gar nicht da. Mein Vater zum Beispiel, der, also ich bin mal, einmal habe ich dem über die Schulter geschaut und da ist alle 5 Sekunden irgendwo eine Werbung aufgeploppt und ich bin wahnsinnig geworden und mein Vater hat zu mir gesagt, was denn, ist doch gar nichts. Wo ich mir dann auch gefragt habe, okay. Also. Und dann habe ich mal, also für mich so nochmal drüber nachgedacht und habe überlegt und überlegt und überlegt. Und ich muss sagen, ich kriege von dieser Werbemenge, von dieser Menge an Eindrücken, die mir dann mehr oder weniger aufgezwungen werden, weil ich entscheide mich ja nicht freiwillig dazu, diese Werbungen anzusehen. Und selbst wenn man jedes Mal, es gibt nämlich viel, wenn man eine Google-Werbung hat, gibt es die Möglichkeit, da an der Seite gibt es dann dieses. Da gibt es so ein Dreieck oben, so ein ganz kleines Kästchen. Da ist ein Dreieck so drin und ein X. Wenn man auf das X drauf drückt, kann man zum Beispiel das heißt, eine Werbung dauerhaft bei sich blocken lassen. Wenn man die zum Beispiel so unpassend findet, weil sie einen nicht interessiert oder so weiter und so fort. Wobei ich mich dann auch ehrlich gesagt frage, ob Google da nicht irgendwelche Daten zusammensammelt und wie die überhaupt schaffen, diese Werbung überall reinzustopfen. Ja. Und ja, jetzt habe ich hier einen, ja. Und dann ist es auf jeden Fall so, dass ich mich immer frage, warum gibt es da diese Werbung überhaupt so intensiv? Also ich sag, wie es ist, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt auf eine Internetseite gehen würde wie die Telekom. Und ich würde jetzt einfach da Nachrichten lesen wollen und ich hätte jetzt einmal für, sagen wir mal, 30 Minuten eine Werbeeinblendung. Die müsste man halt, die könnte man im Hintergrund laufen lassen, theoretisch. Man müsste sie sich nicht anschauen. Und dann ist die Werbeeinblendung fertig und dann kann ich den Rest des Tages theoretisch auf die Telekom-Seite draufklicken, ohne dass ich Werbung habe. Dann würde ich sagen, würde ich sofort jede Werbeblocker aufmachen, würde ich sagen, gut, das ist eine super Sache, das ist toll, das unterstütze ich. Entschuldigt, mein Hase randaliert. Das finde ich gut so, das möchte ich, das kann ich für mich auch, damit kann ich auch umgehen. Und es ist nicht zu viel neuer Eindruck und es ist nicht zu viel Infoballer. Also ich habe ja wirklich so das Gefühl, dass man die Infos reingeballert kriegt. Und dann würde ich dann auch sagen, okay, ist angemessen. Aber wenn ich jedes Mal, wenn ich die Seite, irgendeine Seite aufmache, sei es jetzt von der Telekom, sei es jetzt von, wenn ich da, sei es jetzt von Vodafone, sei es von E-Plus, sei es von der Deutschen Post oder sei es von weiß Gott wo. Also ich weiß nicht, ob da überhaupt Werbung ist, also bitte nicht erschlagen, wenn es nicht so ist. Ich kann nur von den Seiten, wo ich auch drauf bin, sagen. Aber wenn ich dann zum Beispiel einfach mir denke, dass die alle so viel Werbung haben, dann vergeht einem ja irgendwie dann irgendwann auch dieses, man guckt freiwillig die Sachen an. Und ja, es ist ja wohl nicht umsonst so, dass der Adblocker oder Werbeblocker-Programme einen unglaublich großen Andrang haben. Und was mich persönlich, also mich hat ja, aber ich muss sagen, ich bin nicht nur im Internet so, dass es mich dann gestört hat. Ich habe auch früher immer, wenn ich Filme angeguckt habe und dann Werbung gekommen ist, war ich immer total angenervt, weil die immer viel zu lang war. Ich finde, es muss das Maß sein. Es muss nicht unbedingt sein, dass du 10.000 Stunden Werbung hast gefühlt, sondern es reicht auch einfach mal eine gezielte Werbung. Weil ich glaube nicht, dass jemand, der. Also ich kann es verstehen im Sinne von, dass bei Filmen das so war, wenn man da dazwischen nochmal Pinkelpausen machen musste. Aber irgendwie faszinierenderweise war es bei mir immer so, dass wenn die Werbung war, musste ich sicher nicht pinkeln, aber wenn der Film weitergegangen ist, dann musste ich pinkeln. Also irgendwas stimmt da, hat da bei mir nicht gestimmt. Ja, aber ich fand es auch immer, dass die Werbungen viel zu lang waren. Also ich weiß noch, da war ich ungefähr 5 oder 6, da haben mein Vater und ich mal einen Film zusammen angeguckt und mein Vater und ich konnten ohne Witz locker lässig ein Abendessen essen während dieser Werbeunterbrechung. Und die war jetzt, wir haben da wirklich ohne Probleme einen Teller Essen hinbekommen. Und das war, wir haben jetzt nicht geschlungen wie die Wahnsinnigen, sondern wir haben im normalen Tempo gegessen. Und das war einfach, als ich das so überlegt habe, noch so von damals, habe ich einfach gedacht, die Werbung von heute ist zu lang. Und die war schon immer zu lang.
Und das Problem ist nicht, dass es Werbung gibt, sondern dass es so viel gibt. Und das ist, ich könnte auch auf Internetseiten, würde ich für mich persönlich viel besser damit klarkommen, wenn es eine gezielte, für ein paar Minuten vielleicht zeigende Werbung wäre und sie mir dann den Rest vom Tag die Werbung ersparen. Und ich dann einfach frei auf diese Seite gehen könnte, so oft ich will. Und wenn ich, sagen wir mal, jetzt, wenn ich jetzt mich von einem anderen Gerät anmelde, dann klar, würde ich wieder die Werbung angucken, aber dass es dann eben auch vorbei ist. Ich finde auch, dass es auf YouTube hier und da zu viel Werbung gibt, weswegen ich übrigens keine Werbung in meine Videos einbaue, weil ich es einfach nicht gut finde. Und mir ist auch bewusst, dass YouTuber über Werbung sich finanzieren. Jedoch finde ich, wenn du auf ein Video, das 10 Minuten geht, gefühlte fünfmal Werbung schaltest, dass es viel zu viel ist. Weil man darf nicht vergessen, so eine Serie, so zum Beispiel das CSI oder so, hat ja eine Laufzeit von 40 Minuten. Und dann guckst du 10 Minuten, sagen wir mal, es gibt vier Werbeblöcke in dieser Folge, dann hast du jeweils 10 Minuten Video, also 10 Minuten Inhalt und dann kommt halt wieder eine Werbung. Und genau das ist dann der Unterschied, wenn du 10 Minuten Inhalt hast insgesamt und dann auf diese 10 Minuten, sagen wir mal, ja, fünfmal Werbung schaltest, hast du ja, oh Gottchen, hast ja gefühlte jede zweite Minute Werbung oder so. Und den Dreh jetzt nicht erschlagen. Ihr wisst, dass ich kein Zeitgefühl habe und dass ich auch nicht unbedingt gut bin in Mathe. Ja, und deswegen finde ich für mich persönlich, dass ich bin für Werbung, wenn sie einen angemessenen Rahmen hat, wenn sie nicht zu viel ist, wenn sie nicht zu wenig ist und wenn du sie bis zu einem gewissen Punkt hast. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn man so extrem viel Werbung hat, dass man im Prinzip gar keine andere Wahl mehr hat, damit man nicht den ganzen Tag vorm Computer sitzt und so einen Kopf kriegt, die Werbung einfach zu blockieren. Ich mache es nicht, weil ich nicht die Seiten unterstützen möchte. Ich mache es nicht, weil ich einfach in dem Punkt einfach es blöd finde, dass die Werbung da ist, sondern ich mache es, weil es mir einfach zu viel Werbung ist. Und vor allem viele von diesen Werbedingern haben ja entweder noch einen Ton dabei oder bewegen sich oder blinken ständig auf und ab und das macht mich einfach kirre. Und deswegen bin ich einfach jemand, der die Werbung für mich nicht erträgt. Ich habe aber auch gelesen, dass es zum Beispiel dass es sowas gibt wie die Möglichkeit, dass man dafür bezahlt, dass man keine Werbung mehr hat von Google oder Co. Da gibt es so ein Testmodell, da kannst du dann, sagen wir mal, 15 Cent zahlst dann, also dann zahlst du 9 Euro an die und dann kannst du für 15 Cent jedes Mal die Werbung blockieren auf der Seite. Jedoch musst du wirklich bei jedem Mal, wenn du die Seite anklickst, diese 15 Cent bezahlen und wenn dein Geld dann weg ist, hast du wieder Werbung. Und das finde ich auch nicht ganz gut. Also das System finde ich nicht ganz gut. Wenn du einmalig jeden Tag 15 Cent zahlst, okay, könnte ich noch verstehen, könnte ich vielleicht noch sagen, ja, macht einen Sinn. Aber wenn du den ganzen, also wenn du. Also wenn du auf eine Seite hast, wie zum Beispiel das ein E-Mail-Programm, wo du mehrfach am Tag drauf zugreifen musst, dann hast du ja im Prinzip schon, sagen wir mal, 50 Cent pro Tag fürs E-Mail-Programm weg. Und ja, finde ich einfach nicht so sinnvoll. Also ich finde es, ich verstehe, wo es herkommt, aber ich würde es jetzt für mich persönlich nicht wollen. Weil es einfach mir dann zu teuer wird. Und es ist einfach so, wenn du nur ein gewisses Budget im Monat hast, kannst du eben nicht auch noch dein Budget dafür ausgeben, dass du keine Werbung hast. Aber ich verstehe halt auch, wo es herkommt. Und ich bin mal gespannt, es ist im Moment noch so eine Versuchsebene, aber ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich werde es euch irgendwann mal, werde ich dazu vielleicht nochmal ein Video machen, aber im Moment finde ich es noch ein bisschen undurchdacht. Mal sehen, wie sich das noch so entwickelt.
Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr zur Werbung steht, auf Videos, Filmen oder auf den Internetseiten, wo ihr so Artikel lest. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Oder ihr könnt mir eine E-Mail an die bell.rietmann@outlook.com schreiben. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes, werbefreies, ja, eine wunderschöne, gerechte, werbefreie Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, ciao!